was wir sehen können, ist ja Blut bei einer 100-fachen Vergrößerung in einem Dunkelfeldmikroskop. Diese kleinen Kringelchen hier überall, das sind die roten Blutkörperchen. Und die etwas heller leuchtenden, anscheinend feststehenden Objekte, das sind weiße Blutkörperchen. Ne? Und das Erste, was mir sofort auffällt, ist, dass das mehr weiße Blutkörperchen sind, als ich normalerweise unter dem Mikroskop gewohnt bin. Ne? Ich habe dann mehr weiße Blutkörperchen, wenn irgendwo eine Entzündung im Körper existiert. Irgendwo ist ein entzündlicher Prozess. Spüren Sie irgendwas von der Entzündung? Wärme, Rötung, Schwellung, Schmerz? Kommt das irgendwie bekannt vor? Ja, ja. Also die Hand schwillt mal an, die Füße schwillen mal an und ab. Okay. Ja. Also das wäre schon so ein Zeichen, ja? Ich hatte eine Entzündung. Wegen der Entzündung hatte ich mir auch schon mal im vergangenen Jahr und Anfang dieses Jahres meine Zähne raushupfen lassen. Okay. Ja, jetzt habe ich noch einen echten. Okay. Also man sieht ja sehr. Ich wollte die Sachen auch eingrenzen, deswegen. Naja, ne? Also man sieht ja sehr viele weiße Blutkörperchen. Also daran kann man sehen, dass jetzt aktuell ein Entzündungsprozess am Ablaufen ist. Ja, ne? Okay. Obwohl ich mich wieder gesund fühle. Ja, ne? Das ist halt. Man merkt nicht alles, gell? So, dann schauen wir mal weiter. Was ist das nächste, was uns auffällt? Gut, in dem Bereich hängen jetzt die roten Blutkörperchen so ein bisschen aneinander, wie die Münzen in der Geldrolle. Ja? So was haben wir dann, wenn Flüssigkeit im Blut fehlt. Ja? Da war die Trinkmenge heute halt einfach noch nicht ausreichend. Ja? Das waren ja jetzt 107 Kilo, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Ne? 107, na, gehst du her. 107. Mal 35 geteilt durch 1000. Das ist eine schulmedizinische Trinkmengenformel. Ne? Und wenn wir das ausrechnen, sind wir bei 3,74 Liter am Tag. Ich hatte heute nur 1 Liter bisher. Ja, ja. Ne? Und dann ist ganz klar, dass das da hier so ein bisschen zusammengeklatscht ist. Ne? 1 Liter bis 11 Uhr. Naja, ne? Okay. Und seitdem bin ich unterwegs. Ne? Und deswegen hängt das alles so zusammen. Und dann ist halt auch die Durchblutung nicht so schön. Ja? Weil die roten Blutkörperchen, die müssen einzeln durch die Kapillargefäße durch. Und wenn die halt so massiv da zusammengeballt sind, ja, dann muss sich das Ganze halt eben vor den Kapillaren erst auflösen, aufdröseln, bis die einzelnen roten Blutkörperchen irgendwie da durch können. Ne? Und das kann Durchblutungsstörungen aller Art begünstigen. Ne? Okay. So, dann gucken wir mal weiter. Trinkmenge ist jetzt mal so ein Ding, aber das ist ja nicht das Wichtigste hier. Das Wichtigste ist eigentlich die Entzündung, was man hier sehen kann. So, was haben wir da? Das ist ein Artefakt, das ist uninteressant. So, was man hier sehen kann, das ist ein kleines Leberzeichen. Daran kann man sehen, dass der Leberstoffwechsel nicht ganz so schön ist. Ne? Ich will jetzt gerade mal da oben reinschauen, sonst suche ich so die Stecknadel im Heuhaufen da drüben. Ich sehe halt hier drin einen größeren Ausschnitt, wie jetzt da drüben am Monitor. So, da könnte es schon interessanter werden. So. Ah ja, nee, das ist schon da. So, das ist uninteressant. Schauen wir mal weiter. Das ist auch nur ein Fussel. Da sind vermehrt eosinophile Granulozyten drin. Ja? Eosinophile Granulozyten, das ist eine Unterart der weißen Blutkörperchen. Ja? Wenn ich das so ein bisschen unscharf stelle, dann kann man sehen, dass diese weißen Blutkörperchen heller leuchten als die anderen. Ja? Und die, die hier heller leuchten, das sind eosinophile Granulozyten. Ja? Diese eosinophilen Granulozyten kommen nach einer Entzündung und räumen die Reste auf. Also die sind vermehrt in der Heilungsphase einer Entzündung. Ja? So, das wäre ein gutes Beispiel, wenn die erhöht sind. Die können aber auch vermehrt sein, wenn vermehrt Antigen-Antikörperkomplexe wegzuräumen sind. Und das hätten wir im Falle von Allergien. Ja? Es könnte also auch sein, dass allergiemäßig irgendwas am Ablaufen ist. Ja? Ja, bei mir wissen Sie was von Allergien? Ja, und zwar gestern war es wieder erheblich, waren die Wangen wieder rot von Rosaria. Aha. Ich weiß nicht, ob das da ist, da war es hier rot, da war es hier am Hals rot. Und, okay. Das war gestern, ist mir ein Spiegel aufgefallen. Genau, okay. So, dann gucken wir mal weiter, was sehe ich sonst noch hier drin? Also viel zu viele weiße Blutkörperchen, gell, das ist ganz klar, das ist also schon
heftige Entzündung, was da am Ablaufen ist. Ne? So. Gut, da sehen wir jetzt schon hier Leberzeichen Stufe 2, da hat sich innen drin alles schon so ein bisschen aufgelöst. Ne? Also da müssen wir noch ein Plus dazu machen. So. Das heißt, was wir da sehen können, das sind Leberstoffwechselstörungen, ja? Dass die Leber nicht so optimal arbeitet. Ja? Das rote Knochenmark produziert pro Sekunde 2,8 Millionen rote Blutkörperchen. Und dafür braucht das rote Knochenmark Baumaterial aus dem Leberstoffwechsel. Und sobald die Leber nicht ganz optimal funktioniert, versorgt sich das Knochenmark nicht optimal mit Baumaterial. Dann leidet die Produktion der roten Blutkörperchen darunter. Ja? Und dann werden die halt so ein Tick instabil gebildet. Und dann halten halt die roten Blutkörperchen den Milieuunterschied nicht aus. Zwischen Blutdruck, kein Blutdruck, Körpertemperatur, Raumtemperatur. Ne? Und dann gehen die vorzeitig unter dem Mikroskop kaputt. Und daran können wir also sehen, dass die Leberleistung nicht ganz optimal ist. Ne? So ein Leberproblem macht häufig Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit und so weiter. Ne? Dass man nicht so richtig in die Gänge kommt, wenn man das Schlafbedürfnis hat. Ne? So. Ja. Ursachen. Ursachen gibt es exogene Faktoren und endogene Faktoren. Exogene Faktoren. Das könnte die Nebenwirkung sein von Medikamenten. Ich weiß nicht, ob Sie regelmäßig irgendwelche Medikamente einnehmen. So was wie Voltaren. Wort kann man getroffen. Ah, okay, gut. Die, Band, die Bandscheiben. Die Bandscheiben beim Okay. Ne? Also sowas geht halt schon auf die Leber. Ne? Ganz klar. Und sowas ist keine Dauerlösung. Ne? Wie alt sind Sie jetzt? Ja, 58. Ne? So. Das heißt, naja, meine ist mal gut, da wären noch 40 Jahre drin. Ja? Ja, aber 40 Jahre mit jedem Tag Voltaren, Tabletten, das geht nicht. Ne? Ja? Das heißt also, man braucht da irgendwie langfristig eine andere Lösung. Ja? Sowas kann man mal kurzfristig machen, bis man da eine gescheite Lösung gefunden hat. Gell? Aber, ja? Aber langfristig gesehen muss man dieses Bandscheibenproblem irgendwie anders da lösen. Ja? Da gibt es 1000 Ansätze, was man theoretisch alles machen kann. Ja? Das müssen Sie mal mit Herrn Dr. Habel mal durchsprechen. Ja? Ja, ja. Ja? Von, ist jetzt die Frage, wie sieht es denn da genau aus bei der Bandscheibe? Was haben wir da jetzt erklärt? Ich hatte ja schon Bandscheiben, also die Vorfälle gehabt, dass das ausgedrückt ist. Ja, ja, genau. Und dann Bein reinschaut, Schlappfuß, alles drum und dran. Okay. Und dann habe ich, ich sag mal, die Sachen vertrocknet, indem ich immer heiße Beta genossen habe. Mhm. Dann konnte man wieder weiterlaufen genau. Bis zum nächsten Mal. Ja, im Extremfall war ich sonst im Jahr so ungefähr bis 70.000 Kilometer im Auto gesessen. Ordentlich. Ja, das ist für den Rücken jetzt auch nicht unbedingt so sinnvoll. Ja. Nun ja, ne? Also alles erstmal. So, und jetzt, damit ich der Sache auf den Grund komme, habe ich die letzten 6 Monate 0 Tropfen Alkohol getrunken. Ja, schon mal gut. Mhm. Ja, damit man sieht, überhaupt wie was ist, weil die meisten sagen, es kommt irgendwie mit Alkohol in Zusammenhang. Und ja, ja, darauf wird es immer geschoben. Also nur ein Drittel aller erhöhten Leberwerte kommt durch Alkohol. Zwei Drittel haben andere Ursachen. Ja, ja? Und jetzt, ich bin im vergangenen Jahr umgefallen, weil wollte da ein Arzt meine Voltaren-Pegel umstellen, in der er mir eine Cortisonverhandlung verpasst hat. Cortison hochgefahren. Und dann war ich plötzlich umgefallen mit über 500 Zucker, lag ich auf der Intensivstation. Oh, okay. Und dann hat das hatte Dehnungserscheinungen zu sich gehabt, die bis, also unretrabel sind, das heißt Nervenschädigung. Oh, wow, wow, wow. Ja. Okay. Ja, das ist also im Extremfall war es so, konnte ja niemand mit dem, ich sag mal, mit einer Sonnenblende im Auto bedienen. Ja. Und da jetzt keiner mehr weiter weiß und ich durch Zufall hier mal gelandet bin, habe ich mir gesagt, wer so eine schöne Praxisausstattung hat, der kann vielleicht was machen. Guck mal hier drüben. Insulinsekretion. Lustig, ne? Ja, so. Das heißt also, das Gerät hier zeigt auch an, dass Sie ein Problem haben mit Blutzucker. Ja, aber ich habe jetzt zu wenig Zucker. Ich habe jetzt hauptsächlich Unterzucker. Ich kann nur sagen, das ist nur ein grobes Schätzeisen. Ja? Aber es ist schon interessant, dass das Schätzeisen das überhaupt anzeigt. Ja? Ja? Also es zeigt einfach an, dass irgendwas mit dem Insulin halt nicht stimmt. Ja? Ja, ich habe Insulinproduktion. Dann jetzt nochmal, wo war denn das andere? Nachdem der Bauchspeicheldrüse, gucken wir da mal. Ja, das stimmt aber hier. Aber beim Blutzucker zeigt er an, Insulinsekretion zu niedrig. Das ist auch sehr spannend. So. Das wäre dann eher Diabetes Typ 1 nochmal, ne? Insulinsekretion. Diabetes 2.
Ja, also ich habe hab zu nie Blutzucker ohne Spritze. Also gestern war ich da mal wieder unter 60 gekommen, also 60 und sonst mal ab und also gibt es auch mal Werte unter 50. So und jetzt eben gerade liege ich bei 80. 80 wäre in Ordnung. Ich fange ab 90 an, fange ich von das Zitat an. Echt? Ja. Aha. Ja, also ich finde es trotzdem halt sehr interessant, dass das Gerät an sich anzeigt, da stimmt was nicht. Ja, ja. Und dafür ist es ja schon gut richtig. Genug. Mehr soll es ja gar nicht machen. Cool. Ja? Ja, das ist halt richtig, genau. So Dinge sind immer grobe Schätzeisen. Grobe, ja? Wo man einfach mal so sehen kann, was stimmt denn so im Groben nicht. Mhm. Ja? Ich bringe mal, ich hab auch solche kleinen Dinger, die haben aber... Ja, ich bringe mal so einen kleinen PC mit, den ich habe. Ja, da ist nichts. Ja. Der ist fast platt. Den muss ich nur aufladen und dann muss ich ihn mitbringen. Ja, ja, den kannst du nehmen für so ein Ding. Dann kann man so ein Ding anschließen. Zusammen basteln, dass ich so als der habe. Kein Problem. So, gut. Also, wir waren jetzt stehen geblieben. Medikamente, ja? So. Ist da mal CT, MRT gemacht worden von der Wirbelsäule, logisch, ne? Genau. Okay. Und was haben die da jetzt genau gesehen? Jetzt nur der Bandscheibenvorfall, dass jetzt einige Bandscheiben nicht stimmen oder Verkalkungen oder dass die Bandscheiben zurückgegangen sind oder. Ja, dass die Bandscheiben, dass die Gelmasse, dass sie zusammenliegen. Okay, gut. Ne? Also es gibt eine ganze Menge manueller Sachen, was man halt eben machen kann. Ja? Hatte ich gerade eben schon mit einem Patienten darüber gesprochen, ja? So schwimmen gehen und warme Bäder und so. Ne? Das wird alles schon mal was nicht Verkehrtes. Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist auch ganz wichtig. Hyaluronsäure speichert Hab Wasser. Ja, genau. Ja, so. Okay. So, also ich habe es mal so stichwortmäßig notiert. Ne? Okay. Und so gibt es halt noch tausend andere Sachen, was man machen kann in dem Bereich. Ja? Und das würde ich jetzt erstmal alles ausschlachten bis zum Abwinken. Ja? Würde da erstmal alles ausprobieren, denn wenn der einmal am Rücken rumoperiert ist, ist das hinterher nie wieder so belastbar, wie das jemals war. Ja, mir wurde auch damals extra gesagt von Orthopäden, solange man Voltaren verträgt und man keinen Magenkrebs hat, sollte man lieber Schmerzmittel nehmen, bevor man sich operieren lässt. Vor allen Dingen bei meiner Größe. Ja. Weil so ich das ja nirgendwo mehr nachher ran. Ja. Ne? Ich brauche dann ein paar Mobil. Das Voltaren geht uns halt letzter Konsequenz halt auf die Leber. Ja? So ist es. Und deswegen würde ich es dann vielleicht erstmal mit tausenderlei natürlichen Dingen probieren, ob ich damit nicht irgendwie zu Rande komme. Ja? Ob man nicht irgendwie mit anderen Sachen was ausrichten kann, DMSO oder was auch immer. Ja. Ne? So, DMSO, ja? Schreiben wir auch nochmal mit auf. Ne? So, ne? Also das sind so Sachen, ne? Wenn sie alle Methoden ausprobieren wollten, die es gibt, was sie tun können für ihren Rücken, hätten sie den Rest des Lebens zu tun. Ja? So viele Methoden gibt es da. Ja? Das ist okay, so, dann gucken wir mal weiter. Was ist das Nächste, was wir sehen können? Ich war ja noch stehen geblieben, was so alles auf die Leber geht. Also Medikamente. Medikamente ist das eine Ding. Ne? So, das Nächste wären natürlich noch so Sachen wie berufliche Giftstoffe. Ja? Wenn man mit irgendwelchen Chemikalien in der Arbeitswelt zu tun hat. Ja, gibt es da irgendwie was? Nein. Okay, gut. Was machen Sie beruflich? Bisher habe ich mich gekümmert um Salzgehalte der Weser. Okay, interessant. Okay, also nichts mit Chemikalien. Nein. Ne? Okay, gut. Was gibt es noch? Dann gibt es theoretisch jetzt halt noch so Sachen wie Bohnengifte, wenn jemand Schimmel in der Wohnung hat oder sowas. Ja, so Schimmelflecke da, ja. Das ist für die Leber nicht unbedingt so gesund, ja? Weil so ein Aspergillus-Schimmelpilz, das setzt Aflatoxine frei. Diese Aflatoxine sind leberkrebsfördernd. Ja? Außerdem ist das auch ein starkes Allergen etc. Ja? Dann gibt es halt eben noch so Dinge wie Pressspanmöbel, die vor allem Aldehyde ausgasen, ja? Flammschutzmittel aus Matratzen, Teppichböden. Also ich kann eine Wohnung so einrichten, dass sie biokompatibel ist. Ich kann eine Wohnung so einrichten, dass sie vor Giftstoffen strotzt. Dann gibt es den Stapel der Genussgifte, ja, das kennen wir alle, Nahrungszusatzstoffe, was so in der Nahrung manchmal vorkommt, ja, da kann auch einiges auf die Leber gehen. Ne? So, das wäre mal so eine Übersicht über die exogenen Faktoren. Endogene Faktoren wären halt so Dinge wie Darmstörungen. Wenn der Darm ein Problem hat, dann kann sich das negativ auf die Leber auswirken. Oder wenn man wurzelbehandelte, tote Zähne im Mund hat, ja,
die verwesen, die zersetzen sich und die Leichengifte, die da freigesetzt werden. Ja? Wir haben einen Tierversuch gezeigt, dass sie auf die Leber gehen. Ne? Deswegen habe ich hier alles nach Herausdruck von lassen. Okay, Spitze. Ja. Weil es mir auch jemand empfohlen hat. Ja, perfekt. Gut. Das Problem war, dann war ich dort etliche Wochen ohne feste Nahrung. Oh ja, mein Gott. Ja. Ja. Und man wusste nicht mehr, ob man leben oder sterben sollte. Ah ja, und was haben Sie jetzt im Mund? Jetzt habe ich nur noch ein Komplettimplantat. Weil für Stifte, da muss man, das muss erstmal alles komplett aushalten. Ja. Und da muss man auch noch schauen, jedes Loch kostet 950 Euro. Ja, 12 Löcher werden gebraucht, wo man die Zähne reinklemmen kann. Na ja, gut, dann hätte ich wahrscheinlich auch ausnehmbare Lösungen, die ich auf den Tisch legen kann. Ja, das ist jetzt die erste und danach kann man noch weitermachen. Ja, das ist die Frage, ob man das muss. Man hat, ja, mit einem Vollimplantat hat man keinen Geschmack mehr. Da kann ich auch nicht mehr, brauche ich nicht mehr ins Lokal zu gehen. Weil der Oberkiefer, der Geschmack, ist ja durch die Halsschale vom Gebiss. Interessant, okay. Ne? Und dann kann man das Lokal vergessen, das braucht man nicht mehr. Wirkt sich das so aus, ja? Man hat ja auch kein Gespür mehr für die ganzen Geschmackstropfen auf dem Oberkiefer, also weil es eine Haftschale ist im Prinzip. Interessant, okay. Also, interessant. Ja. Und deswegen, und das ist der Grund, weshalb ich immer noch spekuliere, wegen der Lebensfreude dann. Ja, klar, gell? Das ist halt sowas, ja, ne? Also, ich habe das Problem, ich brauche jetzt demnächst auch, ich habe da unten halt zwei Lücken, die müssen irgendwie wieder gefüllt werden, ja? Und es gibt eine ausnehmbare Lösung. Gell? Ja, der für zwei so, gibt es, aber wenn es der Rest zu viel ist, dann heißes Thema, gell? Heißes Thema. Ja. So. Okay, dann gucken wir uns die roten Blutkörperchen mal an. Die machen eigentlich einen ganz guten Eindruck. Hier kann man schön sehen, wie die sich aufgelöst haben. Ne? Ja. Und das kommt durch das Leberproblem. Ne? Daran sieht man halt das Leberproblem. Gell? Aber was sehr schön ist, ist die Tatsache, dass hier nirgendwo im Hintergrund vorzeitig einsetzende Gerinnung zu sehen ist. Ja, das ist eigentlich schon mal ein sehr gutes Zeichen. Vorzeitig einsetzende Gerinnung hätten wir dann, wenn der oxidative Stress gnadenlos erhöht ist, dann setzt im Hintergrund die Gerinnung ein. Ja? Davon können wir hier nichts sehen. Ja? Also scheint der Vitaminhaushalt gar nicht einmal so schlecht zu sein. Nehmen Sie irgendwelche Vitaminpräparate ein oder was? Nein. Oder machen Sie da irgendwas? Okay. Nee. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Mangelhaft. Ach ja. Mangelhaft. Dafür ist es aber gut. Das sieht nicht schlecht aus. Dafür ist es aber gut. Ja. Also ich versuche immer, wenn ich vernünftig Brot zu bekommen, vernünftiges Brot zu essen. Aber Brot ist jetzt Obst und Gemüse, gell? Ja, aber nicht unbedingt echte Hausmannskost. Da fehlt immer beruflich die ganzen Jahre die Zeit. Ja. Eine echte Hausmannskost ist auch nicht so erstrebenswert. Ja, da sieht man es auch wieder schön, dass sich da alles aufgelöst hat und dass die hier so wabenförmig in sich zusammengefallen sind. Ne? Also Leber ist hier ziemlich eindeutig, Leberentzündung, irgendwas mit Allergie, das sind so die Sachen, die wir jetzt hier sehen. Ich war schon mal Schimmer gewesen und da wurde auch eine Leber unter Kranz, aber da kann man auch nichts feststellen.